Jo, schönen guten Morgen zusammen. Die Außentemperatur beträgt 8 Grad Celsius. Die Sonne scheint, das Wetter ist schön. Ich begrüße euch herzlich und auch den Stream zu unserer heutigen Fraktionssitzung und stelle zu Beginn die Beschlussfähigkeit fest. Wir können also loslegen mit Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Da wäre zunächst ein Teil 10 Minuten von mir, über den brauchen wir eigentlich nicht mehr abstimmen, der ist schon zweimal geschoben worden. Dann Redner Nachtragshaushalt Dietmar 15 Minuten und Grumpy mit Personal ja 30 Minuten. Ich würde also vorschlagen, wir veranschlagen erstmal einen nicht öffentlichen Teil auf roundabout 60 Minuten, wenn das in Ordnung ist. Monika? Darum bitten, vielleicht eben die Anträge, die wir an Änderungsanträgen haben, vorher abzustimmen, weil ich versprochen habe, die an die anderen Fraktionen, was wir da haben, also aus meinem Bereich rumzuschicken. Und das würde ich gerne relativ zeitnah tun, weil ich von denen die Anträge auch inzwischen vorlege. Können wir gerne vorziehen, aber ich wollte eigentlich erst die nicht öffentlichen Teile beschlossen haben, dann kann man das direkt machen. Dietmar, dazu? Okay. Okay. Ist jemand gegen einen nicht öffentlichen Teil von roundabout 60 Minuten? 60 Minuten. Also in der Summe 55, ich kenne uns, ich schlage mal großzügig 5 Minuten drauf. Okay, dann würde ich sagen, wir machen diesen nicht öffentlichen Teil im Anschluss an den öffentlichen. Und gerade kam die Bitte von Monika um eine Tagesordnungsänderung. Bitte, Dietmar. Ja, geht auch in die Richtung, Hammer vergessen reinzuschreiben, wir haben noch einen Slot Erbschaftssteuer. Hatte ich auf dem Schirm. Ist im nicht öffentlich. Ja. Ah, okay. Wir hatten gerade gesagt öffentlich, oder? Nee, wieso öffentlich? Oh, das können wir ruhig öffentlich. Wir hatten gerade gesagt öffentlich. Okay. Alles klar. Ja. Möchte jemand das? Es sind insgesamt 2 Anträge: ein Entschließungsantrag aus dem Hause Schwert und ein Änderungsantrag aus dem Hause Pieper, die wir vorab abstimmen können. Ist jemand dagegen, dass wir das vorziehen? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, wir schreiten schnell zur Abstimmung. Einmal gibt es den Antrag, der Änderungsantrag zur Beschlussempfehlung Drucksache 19/8142 des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zum 11. Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, 11. Schulrechtsänderungsgesetz. Schräger? Schräg heißt das, Schulrechtsänderungsgesetz. Schräg, ach so, schräg. Ja, ich lasse es mich aussprechen. Schräg finde ich ein bisschen. Okay, soll dieser Antrag eingereicht werden? Ich frage einfach mal. Doso? Ja, für uns ist das vielleicht alle ersichtlich, um was es geht. Kannst du sagen. Genau, das okay. Wäre toll, weil es gucken ja auch Leute zu, die eventuell ja. Nicht so. Die das Schräg nicht kennen. Okay. Die das 11. Schräg nicht kennen. Also in du hast das Wort. Im 11. Schräg geht es um die Erleichterung der Umwandlung von Bekenntnisgrundschulen in Gemeinschaftsgrundschulen. Das soll halt an mehreren Stellen vereinfacht werden. Wir haben 2 Punkte geändert. Der eine Punkt ist der, dass in dem neuen Gesetzentwurf drinsteht, dass in Ausnahmefällen Lehrerinnen und Schulleitungsvertretung nicht dem Bekenntnis angehören müssen, die Schulleitung aber doch. Wir haben es dahingegen geändert, dass auch die Schulleitung nicht notgedrungen dem Bekenntnis angehören muss, wenn halt die Unterrichtsversorgung sonst nicht aufrechtzuerhalten ist. Das Zweite, was wir geändert haben, ist, es muss ein Votum geben, 50% aller Eltern müssen der Umwandlung in eine Bekenntnisgrundschule zustimmen und wir sind der Auffassung, dass 50% der an der Abstimmung teilnehmenden Eltern erreicht werden müssen, weil das in demokratischen Verfahren sonst ganz genauso ist. Das heißt, dass wir die Hürde da auch noch mal senken, dass so eine Umwandlung nötig möglich ist. Das ist mit Michel so abgesprochen, der Michel wird da auch zu reden und ja, das sind die beiden Punkte, die wir halt noch da reingeschrieben haben. Olaf, du hast dazu eine Frage? Ja, Moment. Das ist jetzt, also es geht um die Möglichkeiten, wenn die Schule, Mikrofon hinein. Die Abstimmung, die du jetzt gesagt hast, da geht es darum, eine Schule in eine, die Möglichkeit, eine Nichtbekenntnisschule in eine Bekenntnis, umgekehrt. Die Kommune kann jetzt hergehen und sagen, wir leiten ein Verfahren ein zur Umwandlung. Es geht darum, dass Bekenntnisgrundschulen, die meisten davon sind halt katholisch, jetzt leichter in Gemeinschaftsschulen umgewandelt werden können. Okay, und dafür wird über der, unseren Antrag das Quorum noch niedriger gesetzt, dass das gelingt. Genau. Ja. Okay, sind dazu noch weitere Fragen oder Anmerkungen?
Das ist nicht der Fall. Ich würde vorschlagen, wir schreiten dann zur Abstimmung und ich frage ganz einfach mal so rum. Wer möchte diesen Antrag nicht eingereicht haben? Niemand. Also, Fresa, Nicole, möchte sich jemand enthalten? Auch nicht. Also alle dafür, großartig. Jetzt müsstest du noch die Namen protokollieren, weil wir nicht komplett sind. Einstimmig. Reicht das? Okay. Dann reicht's, alles klar. Dann ist es eindeutig als Angabe. Zweiter Antrag, der hier noch abzustimmen ist, ist ein Entschließungsantrag von Daniel Schwert mit dem Titel Breitband nachhaltig ausbauen, Glasfaser bis in jedes Haus, Netze in Bürgerhand fördern, digitale Spaltung verhindern. Ich frage nochmal, gibt es zu diesem Antrag Fragen? Thorsten? Ja, auch da wieder ist ein toller Titel, kann man sich so einiges drunter vorstellen. Noch toller, wenn wir erklären würden, was wir da beantragen. Also nicht unbedingt für uns, sondern wirklich für die Menschen, die sich für die Politik, die wir machen, interessieren. Marc? Genau. Da Daniel noch nicht da ist, kann ich das aber eben übernehmen. Wir haben ja einen Antrag von der CDU hier in diesem Hause diesbezüglich im Bereich des Breitbandausbaus in Nordrhein-Westfalen. Und diesen haben wir bei der möglichen Zuteilung der Gelder, hat Daniel den Entwurf hier jetzt mit eingebracht als Entschließungsantrag, dass im Sinne unserer Ideen und Werte ein bisschen stärker danach auszurichten. Und es gab nicht die Möglichkeit, dass wir da noch weitere Änderungen haben einbringen können. Also machen wir einen Entschließungsantrag dazu, in dem unsere Sicht der Dinge noch einmal klargestellt wird, wie wir uns hier auch in Nordrhein-Westfalen einen digitalen Breitbandausbau wünschen von Seiten der Landesregierung und der Verwendung von Geldern. Und die haben wir alle in diesem Dokument zusammengefasst. Okay. Gibt es noch Nachfragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir auch da zur Abstimmung schreiten. Wer ist dagegen, diesen Antrag einzureichen? Wer enthält sich? Also alle dafür, einstimmig. Dann hätten wir die beiden nachgereichten Anträge abgehandelt und wir können damit in der Regulierung... Thorsten? Ja, ich weiß, weil ich ja in dem Ausschuss bin, dass es diese Woche noch eine Befassung geben wird mit dem Rettungsgesetz NRW. Und dazu hat der Strocki, unser zuständiger Referent für Gesundheit, auch einen Änderungsantrag erarbeitet, zusammen mit dem Daniel Düngel, der ist jetzt leider noch nicht da. Kommt er im Lauf der Frasi? Der Antrag schon, der Düngel anscheinend nein. Okay. Um das aufzuklären. Dann können wir das ja. Dann können wir ja den Antrag trotzdem nachher noch abstimmen. Ist ja kein Problem. Schieben wir dann dazwischen. Gut. Dann machen wir in der regulären Tagesordnung weiter. Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Und nach gutem altem Brauch beginnt der Ingo mit dem Bericht der Pressestelle. Schönen guten Morgen. Wir haben in dieser Woche logischerweise das bevorstehende Plenum auf der Agenda. Heute wird die Plenarübersicht verschickt, unmittelbar im Anschluss nach der finalen Freigabe der Texte, die ich hier vorbereitet und ausgedruckt vor mir liegen habe. Ich gebe den Antragstellenden MDL gleich den jeweiligen Ausdruck und bitte um kurzes Gegenchecken und Unterzeichnung, sodass wir dann heute Mittag die Plenarübersicht rausgeben können. Ansonsten auch an der Stelle nochmal der Hinweis und die Bitte, dass jeder, der redet, uns bitte das Redemanuskript an Presse@ schickt, am besten bevor er redet. Und die herzliche Einladung zu twittern, sodass wir über unsere Möglichkeiten das entsprechend auch retweeten können in den unterschiedlichen Kanälen, die wir ja jetzt in der Partei aufgebaut haben. Also bitte da entsprechend kommunizieren. Und das war es im Prinzip auch schon. Okay, Ingo, ich danke dir. Dann Bericht des Vorstands. Marc, das möchtest du machen? Ich könnte sonst auch. Okay, bitte. Ich mache das so ein bisschen jetzt als stellvertretende Doppelfunktion. Ich vertrete hier auch gerade ein bisschen unseren Fraktionsgeschäftsführer. Wir hatten im öffentlichen Teil vor allen Dingen nach unserem Beschluss vergangene Woche halt den Bereich der Aktuellen Stunde ja auch zu klären. Es lag ein Vorschlag vor. Wir haben dann nochmal
an der Formulierung gefeilt, hatten das dann entsprechend eingebracht. Im Laufe des gestrigen Tages hat sich ja dann herausgestellt, dass unsere Aktuelle Stunde nicht angenommen worden war, aufgrund der, ich sag mal, mangelnden Aktualität. Das ist immer strittig, da kann man immer trefflich drüber diskutieren. Im Augenblick haben wir ja keine Stimme im Präsidium, dass wir da noch ein bisschen besser Infos holen könnten oder unsere Meinung noch besser darlegen könnten. Aber auch da sind wir ja dran. Hauptsächlich war dann also im Anschluss die Vorbereitung der heutigen Fraktionssitzung und vor allen Dingen der Plenarwoche, denn die drei Tage werden pickepacke voll, inklusive einer zusätzlichen Beantragung der Landesregierung, eine Regierungserklärung einzubringen diese Woche, wo wir dann also auch nochmal zusätzlich Zeit haben werden, darauf einzugehen. Ich glaube, 16 Minuten stehen uns da noch zusätzlich zu. Und jetzt muss ich mal gerade ganz kurz gucken, ob es am Rande noch wirklich Dinge gab, die ich jetzt aber gerade so nicht sehe. Wenn es da noch Fragen gibt, auch im Bereich der nicht öffentlichen Dinge später, stehe ich da gerne zur Verfügung und so viel von meiner Seite. Okay. Kommen wir zu Top 3 Vorbereitungen der hiesigen Plenarwoche. Ich möchte folgende Vorgehensweise vorschlagen. Wir hangeln uns erstmal durch die Tagesordnung bis Freitag. Und wenn an irgendeinem Punkt, das wird sicher der Fall sein, längerer Diskussionsbedarf besteht, das stellen wir sehr schnell fest, schieben wir das nach hinten, dass wir den Löwenanteil erstmal fertig kriegen. Alle einverstanden? Ich sehe keine Widerrede. Okay. Der morgige Mittwoch, der 18. März, beginnt vor Eintritt in die Tagesordnung mit der Verpflichtung eines Nachrückers, eines Abgeordneten, und zwar für den aus der FDP ausgeschiedenen Herrn Dr. Orth. Von daher, aus Höflichkeitsgründen, fände ich schön, wenn wir alle da wären. Top 1 ist dann Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015. Das Nachtragshaushaltsgesetz 2015, erste Lesung. Unsere Rednerin ist Dietmar und die Referentin David und Matthias. Gibt es dazu von deiner Seite, Dietmar, noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen aus dem Plenum? An dieser Stelle nicht, sondern da müssten wir dann deiner Empfehlung oder deiner Bitte folgen, das nach hinten zu schieben. Dann sollten wir erstmal durchziehen. Das Gleiche gilt übrigens auch bei dem weiteren Tagesordnungspunkt, der ein bisschen weiter unten kommt, aber auch noch für Mittwoch angesetzt ist. Da geht es dann um die Fragen der Erbschaftssteuer. Okay. Genau das wollte ich auch vorschlagen. Zweiter Top, 11. Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Gesetzentwurf von SPD und Grünen, Block 2. Unsere Rednerin Michelle, der Referent Johannes, Abstimmungsempfehlung, Enthaltung. Gibt es dazu noch Anmerkungen von deiner Seite? Michelle, bitte. Ja, wir haben gestern darüber geredet, nochmal über diese Abstimmungsempfehlung. Ich gucke mal kurz Moni an. Ich würde sagen, dass wir die Abstimmungsempfehlung durch den Änderungsantrag dann geändert haben, weil wir ja dafür sind, dass die abstimmenden Eltern und so weiter, ihr habt das ja gerade schon besprochen, von daher wäre die neue Abstimmungsempfehlung ja zu unserem Änderungsantrag, nein zu dem nicht geänderten Antrag. Also Ablehnung, okay. Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist Nummer 3, Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Flüchtlingen unterstützen. Ein Antrag von der CDU, unser Redner, klar, Frank Herrmann, Referent Lara, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Überweisung. Gibt es dazu irgendwelche Anmerkungen, Frank, oder Fragen aus dem Plenum? Nein, ist nicht der Fall. Gut. Top 4, Landesregierung muss für Transparenz und Verlässlichkeit bei der Erhebung des Unterrichtsausfalls sorgen. Antrag der CDU. Mit direkter Abstimmung und in Verbindung damit keine Tricksereien beim Unterrichtsausfall, endlich schulscharfe IT-basierte Unterrichtsausfallstatistik einführen. Ein Antrag der FDP. Dazu redet die Monika, der Referent ist der Johannes und Abstimmungsempfehlung ist mehr überweisen. Gibt es dazu noch irgendwelche Anmerkungen? Direkte Abstimmung. Okay. Das ist in Verbindung damit. Moment, FDP wird überwiesen und CDU, ja, genau, also Überweisung, gar klar.
Okay. Dazu noch Redebedarf? Frank? Ja, ich wollte nur kurz anmerken, gestern gab es ja die Eröffnung des Portals Open NRW, offene Daten und so weiter. Und wir haben da direkt angeregt, auch die Schulausfallstatistik einfließen zu lassen und online direkt zu veröffentlichen. Wurde angenommen als zu prüfen, aber man weiß noch nicht, wie man das machen kann. Sollte ein Scherz sein, aber ich bin da noch nicht wach genug und ihr auch nicht vielleicht. Okay, Frank, danke für den Scherz. Top 5, okay. Autonomes Fahren, Chancen der Digitalisierung und des Wandels im Mobilitätsmarkt erkennen und für die Flexibilisierung des öffentlichen Nahverkehrs nutzen. Unsere Rednerin, ganz klar, Oliver Bayer, Referent ist auch klar, Stefan Hochstadt, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Überweisung. Gibt es dazu noch Anmerkungen deinerseits, Olli? Erstmal nicht. Gibt es dazu noch Fragen aus dem Plenum? Auch nicht. Top 6. Landesregierung muss mit Leitentscheidung Klarheit für die Menschen im rheinischen Braunkohlerevier schaffen. Ein Antrag der CDU. Unser Redner ist der Hans-Jörg, Referenten Nixus und Bianca. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Überweisung. Hans-Jörg, gibt es dazu noch Anmerkungen und an das Plenum gibt es dazu noch Fragen? Also Anmerkung hatte ich ja reingeschrieben ins Pad. Wir werden natürlich diesem Antrag so nicht zustimmen können. Zur Überweisung klar, aber dann werden wir den ablehnen. Es lohnt sich meiner Meinung nach auch nicht, da irgendwie einen Gegenantrag oder einen Ergänzungs- oder Verbesserungsantrag zu machen, weil dem müsste man komplett das Gegenteil von dem im Prinzip schreiben, was Sie da schreiben, bis auf den einen Absatz. Der ist so allgemein gehalten, dass dem jeder zustimmen kann. Das wäre es so, wenn sonst noch Fragen sind. Ich habe mein T-Shirt mit Braunkohle, Kohleausstieg ist Handarbeit. Mal gucken, ob ich es morgen anziehe. Okay. Noch Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Top 7 ist das Ding mit der Erbschaftssteuer, was Dietmar gerade schon erwähnt hat. Den schieben wir. Kommen wir zu Top 8. Studentische Mobilität sicherstellen, Erfolgsmodell Semesterticket stärken und Einigung im Streit um das VRR-Semesterticket erzielen. Unsere Rednerin Oliver, Referent Hilmar, Abstimmungsempfehlung natürlich, eigener Antrag Zustimmung. Gibt es dazu noch Anmerkungen deinerseits, Oliver, und gibt es dazu noch Fragen von euch? Keine Anmerkungen, keine Fragen. Top 9, zweites Gesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes NRW, ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Unsere Rednerin Daniel Düngel, Referent Sebastian Strock. Dazu sollte es noch einen Änderungsantrag geben. Das war das gerade, ne? Genau. Toso. Ja. Das ist der, okay. Warten wir einfach mal auf den Änderungsantrag, stellen das auch zurück. Das wäre Top 9. Top 10 ist der... Okay, dann machen wir das. Was erledigt ist, ist erledigt. Also die Landesregierung hat diverse Änderungen noch vorgenommen. Es wird von allen Fraktionen noch Änderungsanträge geben, nicht nur von uns. Wir haben uns auf den Bereich fokussiert, wo es um Datenschutz geht. Und zwar werden ja im Rettungsdienst auch relativ viele personenbezogene Daten erhoben und auch verarbeitet. Und wir haben in dem Änderungsantrag darauf abgehoben, dass diese personenbezogenen Daten oder überhaupt die Daten, die erhoben werden, nur da erhoben werden, wo sie wirklich notwendig sind und auch nur so lange gespeichert, wie sie notwendig sind. Sodass wir nicht diese Öffnung gemacht haben oder diese Öffnung da zurückschreiben wollen, dass einfach mal Daten erhoben werden, alles was so geht. Das ist aktuell in dem Antrag drin. Und wir möchten das genau so zurückschneiden, dass wirklich nur das erhoben wird, was notwendig ist, um den Rettungsdienst dazu gewährleisten. Also noch nicht mal so, dass das gar nicht erhoben werden darf oder dass sofort gelöscht werden muss oder sowas, sondern wirklich rettungsdienstkonform, dass die Daten, die die brauchen, dass sie damit arbeiten können, aber dass sie nicht mehr Daten erheben und dass sie die auch nicht unendlich speichern. Hatten wir in der Regierungserklärung Datensparsamkeit, ne? Ja. Genau. Okay. Und aktuell ist der Gesetzentwurf sehr offen. Gut, okay, wir wollen ihn also schärfen. Dazu gibt es dann den Änderungsantrag, müssen wir jetzt noch nicht ab, warten wir auf den Text, ne? Okay. Top 10, Eilantrag, verfassungswidrige Pkw-Mautgesetzgebung stoppen, Interessen von Nordrhein-Westfalen schützen. Ein Eilantrag auf Antrag der FDP. Unsere Rednerin Frank oder Oliver in Abstimmung. Da gibt es offensichtlich noch Abstimmungsbedarf. Wie sieht es aus, eure Anmerkungen? Der Frank hat zuerst aufgezeigt, bitte. Nee, nur deswegen, ist auch egal. Also der Antrag hat vieles, dem man zustimmen kann. Ich
bin trotzdem geneigt, dazu noch einen Entschließungsantrag zu machen. Ich halte die PKW-Maut für sehr wichtig, dass sie thematisiert wird und dass sie nicht stattfindet und dass dagegen geredet wird, weil sie ist im Moment im Eilverfahren auf Bundesebene halt dabei, durchgesetzt zu werden. Wie gesagt, es gibt ein paar vielleicht andere Schwerpunkte, die wir da setzen können. Grundsätzlich geht ja die PKW-Maut auch in die Richtung nutzerbezogene Abrechnung des Fahrens. Und jede nutzerbezogene Abrechnung im Endeffekt hat halt was mit Nachverfolgbarkeit der Mobilität zu tun. Und ich denke mal, das ist datenschutztechnisch nicht machbar, zumindest mit uns nicht, glaube ich. Das wäre mein Fokus da drin. Wir haben es aber auch noch nicht abgestimmt, weil der Eilantrag ja von gestern ist. Insofern würde ich dann mal an... Danke, Frank. Der Oliver hat sich gemeldet. Ja. Entschließungsantrag, also wir haben tatsächlich noch nicht über den Entschließungsantrag gesprochen. Mit dem Entschließungsantrag kann man tatsächlich machen. Nach meiner Einschätzung, also ich habe es da auch hingeschrieben, ist der Antrag aber zustimmungsfähig. Er nennt eine ganze Menge an Sachen, die an der Maut katastrophal schlecht sind oder die gegen die Maut sprechen. Ganz viele Gegenargumente. Es gibt noch viel mehr Gegenargumente. Wir würden vielleicht auch andere auswählen. Aber das heißt ja nicht, dass der Antrag, dass der Beschlussteil jetzt insofern schlecht wäre. Der Beschlussteil ist gut. Ergänzen kann man ihn. Ich würde deshalb dem Antrag tatsächlich in dem Fall zustimmen. Und weitere Gegenargumente müssen wir dann in der Rede nennen. Ich glaube, auch in einer 5-Minuten-Rede kriegt man gar nicht alle Gegenargumente unter. Deshalb ist es in dem Fall ich sage jetzt mal insofern egal, in Anführungsstrichen, wer redet und wie viele Gegenargumente wir nennen. Ich habe eben geguckt, ob ich das mit Frank jetzt ganz schnell abklären kann. Ich befürchte, wir müssen das noch gleich nachliefern. Okay. Ich weiß, dass das ja leider schon morgen dran ist. Insofern brauchen wir natürlich die... Okay, ja, dann bitte ich da um Eile. Wir treffen uns am besten gleich nochmal dazu. Top 11 wäre dann die Fragestunde. Gibt es dazu irgendwelche Anmerkungen aus der Fraktion? Ja? Bitte? Mikrofon. Man verbindet dich mit dem Thema. Also ich glaube, dass man tatsächlich, dass du für dieses Thema stehst. Und deshalb frage ich jetzt einfach nur noch mal nach. Es gibt ja auch ein bewährtes Team, Breyer und Breyer, steht da noch im Text. Ich habe Breyer und Breyer deshalb hingeschrieben, weil wir uns da für die Bundespartei uns abwechseln mit den Statements dazu. Also Schleswig-Holstein und wir hier. Ich habe dazu eine Menge geschrieben. Es ist, glaube ich, allerdings... Der Antrag jetzt so in der Form ja da liegt, ist es auch möglich, dass jemand anders spricht. Ich kann das aber natürlich gerne tun. Ich würde sozusagen aus meinem Repertoire an Textschnipseln zurückgreifen, der da ist. Also die Rede ist im Grunde schon, auch von meiner Seite aus wäre die Rede relativ eindeutig. Deshalb war meine Frage gestern auch an Frank, was er für einen Schwerpunkt beziehungsweise was er jetzt machen würde an der Stelle. Wenn er sozusagen einen besonderen Schwerpunkt hat und eine Rede parat, dann... Nachfrage zur Verfahrensweise. Kriegt ihr das geregelt zu entscheiden, wer redet, oder soll die Fraktion dazu ein Votum abgeben? Wir kriegen das geregelt, denke ich mal. Wir müssen Frank? Das nur relativ fix gleich machen. Ja, nur zur Erklärung. Also Oliver ist auf mich zugegangen. Nee, aber nur, damit das halt verstanden wird. Oliver ist auf mich zugegangen, finde ich auch echt okay, weil halt... das Thema PKW-Maut ganz viel mit Datenschutz und Privatsphäre zu tun hat und wir darüber ja auch diskutieren, also auch bilateral sowieso. Auch bei der Aktuellen Stunde haben wir das schon gemacht. Und wir haben uns nur noch nicht besprechen können, wer es macht. Also wir werden sicherlich eine Einigung finden. Also ihr findet eine Lösung gut, Monika? Also ich will das doch mal sagen, weil wir haben hier über Strategie gesprochen, wir haben über viele Dinge nachgedacht und wir haben damals festgestellt, dass es wichtig ist, dass wir Personen mit Themen besetzen. Insofern
ja, widerspricht, sage ich mal, diese ständige Diskussion widerspricht dem so ein bisschen das, was wir eigentlich uns mal vorgenommen haben. Da geht es nicht um deine Person und auch nicht um Olivers Person. Da geht es letztendlich nur darum, dass wir das mal so, genau so besprochen haben. Und ich eigentlich diesen Weg, das so zu tun, richtig finde. Dietmar. Mikro an. Also, ja, grundsätzlich ja. Allerdings, nee, grundsätzlich ja, nur wir haben ganz viele Themen, die eben Querschnittsthemen sind, die überlappend sind. Und wenn das erkannt wird und die beiden oder drei oder vielleicht sogar vier Zuständigen darüber diskutieren, wo denn jetzt hier möglicherweise der Schwerpunkt liegen könnte, allein thematisch, dann finde ich, sollten die das untereinander ausmachen und gut ist. Okay. Kann ich den Frank? Nur bitte denkt an unsere Tagesordnung, natürlich. Gemeinsame Verantwortung. Ja, die ist lang. Ich sage das nur. Muss ja die Möglichkeit gegeben sein, einen Satz nur zur Ergänzung. Unterstützung, ja, dann sag den Satz bitte. Unterstützung von Moni, keine Frage. Es ist immer die Sache, was ist momentan der Fokus? Datenschutz, Maut, Verkehr. Aber wir werden uns einig und finden den guten Weg. Okay, prima. Top 11 wäre die Fragestunde. Gibt es dazu irgendwelche Anmerkungen? Aus dem Plenum. Das ist nicht der Fall. Top 12, europäisches Semester kritisch begleiten, freie Berufe in Nordrhein-Westfalen unterstützen. Antrag der SPD, der CDU, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP. Direkte Abstimmung. Unsere Rednerin Daniel, ich nehme mal an, Daniel Schwert, ne, zu dem Thema. Gibt es dazu Anmerkungen? Ich meine, das sind vier Fraktionen gemeinsam und das ist... Ne? Wir nicht. Könntest du kurz dazu einen Satz verlieren? Der Hintergrund ist der, dass diese freien Berufe auf Basis der Europäischen Union evaluiert werden. Also inwieweit die sich mit dem Recht auf freie Berufswahl etc. pp. Vereinen lassen. Und diese Evaluation ist noch gar nicht da. Die soll gemacht werden. Und die anderen Fraktionen treten jetzt schon auf die Bremse und sagen, also da darf auf keinen Fall irgendwas an der Ausgestaltung der freien Berufe in Deutschland geändert werden, so sinngemäß. Und unserer Meinung nach ist das ja ein bisschen vorschnell, sondern man sollte vielleicht tatsächlich mal abwarten, was die Europäische Kommission dazu so herausfindet, welche Verbesserungen möglicherweise im Sinn, dass europäische Freizügigkeit von Dienstleistungen möglich ist, welche dafür notwendig sind, damit irgendwelche Nachteile abgebaut werden. Und so lange sollte man nicht unbedingt vorschnell dazu sagen, nee, da darf man überhaupt gar nichts dran tun. Mhm. Also man sieht ein, es gibt Standards, die zum Beispiel Verbraucherschutz angehen, den man jetzt nicht notwendigerweise schwächen sollte von vornherein. Aber deswegen wollten wir diesem Antrag jetzt so noch nicht beitreten oder nicht beitreten. Wir haben was Ähnliches gemacht auch beim Meisterbrief. Da gab es eine ähnliche Situation, da haben auch alle Fraktionen gesagt, ja, also am Meisterwesen darf sich auf keinen Fall irgendwas ändern. Und die Europäische Union soll da ja nichts dran ändern. Und da sind wir auch so verfahren. Okay, Thorsten. Also in einem Wort, der ganze Antrag ist wahrscheinlich so ein ganz klein wenig protektionistisch aufgebaut. Ja, mehr als ein klein bisschen. Hm? Hatte ich richtig verstanden, danke. Mhm. Okay, und die Abstimmungsempfehlung ist enthalten. Okay. Solange es halt keinen Input gibt, würden wir das... Ich sehe dazu keine Aufzeigewellen mehr, deswegen gehe ich über zum nächsten Top. 13 Kunstwerke der ehemaligen West-LB auf die Kunstsammlung NRW übertragen. Antrag der Fraktion der CDU. Unsere Rednerin ist der Dietmar, der Referentin DL. Begründung, ja, weil Kunst und weil Ausstellung. Gibt es dazu noch eine Anmerkung, Dietmar? Oder Fragen aus dem Plenum? Nein? Okay. Tagesordnungspunkt 14, verpflichtende Kennzeichnung bei der Verwendung von Bisphenol A, Antrag der Fraktion der Piraten, hatten wir, glaube ich, ausgiebig in Mumble diskutiert schon. Unser Antrag, Thorsten? Auch da, nicht jeder ist in dem Mumble bei uns. Kannst du vielleicht nur ein paar kleine, weil da jetzt auch kein Text steht. Unser Antrag ist halt auch so wenig ergiebig für den Inhalt. Wo ist denn dieses Deckblatt? Meine Antwort. Also... Drucksachennummer, ja, okay. Also ganz kurz, Bisphenol A ist
ein Bestandteil von Weichmachern, was in ganz vielen Materialien bei der Lebensmittelverpackung verwendet wird. Es ist hier in Deutschland aktuell nur für die Baby-Nuckel-Dinger, wie heißt es, Schnuller, da verboten. Ansonsten ist es nicht verboten. Kanada und Frankreich ist da weiter und auch einige skandinavischen Länder, die haben Bisphenol A komplett verboten. Es gibt unzählige Studien, die die Gefährlichkeit von Bisphenol A nachweisen. Die EFSA hat sich dann die Studien rausgepickt, die sehr industrienah sind. Die wenigen, die sagen, Bisphenol A ist ungefährlich, dementsprechend ist das hier noch alles in der Schwebe. Und wir sagen, bis es da nicht eine endgültige Entscheidung gibt, obwohl ja schon unzählige Studien sagen, wie gefährlich das ist, möchten wir zumindest eine Kennzeichnung, damit der Verbraucher sich entscheiden kann, ob er sowas irgendwie haben möchte oder nicht. Okay, ich sehe keine weiteren Bemerkungswünsche dazu. Kommen wir zum nächsten Top in der TO des Mittwoch, 15, zweites Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. Unsere Rednerin ist der Daniel Düngel, die ist jetzt nicht da. Die Abstimmungsempfehlung ist die Ablehnung, steht aber eine Begründung drunter drin. Oder kann jemand sich dazu kompetent äußern? Thorsten, du? Nein, das Krankenhausgestaltungsgesetz hat der Daniel komplett mit dem Strocki alleine gemacht. Das ist auch für mich nicht machbar. Das, okay. Zu begleiten. Dann holen wir das nach. Aber das, was in der Begründung zur Ablehnung steht, scheint mir durchaus hinreichend zu sein als kompakte Erklärung. Top 16, Gesetz zur Durchführung der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Energieeinsparungsgesetz, dem Bauproduktengesetz und der Verordnung EG Nummer 765/2008. Gesetzentwurf der Landesregierung. Unsere Rednerin Oliver Bayer, Referent Stefan, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung ohne Debatte. Olli, möchtest du dazu noch was sagen? Ich sage zu den beiden Gesetzen, die jetzt kommen, dass wir sie natürlich im Ausschuss hatten, dass wir sie im Ausschuss auch ohne Debatte durchgewunken haben. Ich werde doch Stefan bitten, das, was er mir mal auf den Sprechzettel geschrieben hat, was ich da nicht verwendet habe, noch in die Begründung zu kopieren. Beide Sachen sind sozusagen formal fu und wahrscheinlich gehen die ohne Debatte durch. Momentan stehen in der Tagesordnung auch mit Debatte. Okay, dazu Rückfragen? Das Marc? Nur kurz dann von mir die Anmerkung, die PGF von allen Fraktionen haben nach Rücksprache mit allen Fachabgeordneten und den jeweiligen Referenten gesagt, dass dieses Thema wohl ohne Debatte laufen kann und dem haben die anderen PGF schon so zugestimmt und ich habe mich dem schon angeschlossen. Das heißt, es wird dann im Laufe des Tages halt die neue Tagesordnung geben. Okay, kommen wir zu Top 17, Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, in Klammern Meldeauflagen als polizeiliche Standardmaßnahmen. Ein Gesetzentwurf der Fraktion der CDU. Unser Redner ist Dirk, Referent Lara. Abstimmungsempfehlung, Ablehnung. Dirk, möchtest du dazu was sagen? Nein, nicht. Es gibt eine Begründung, die im Frasi-Protokoll steht. Okay, wenn dazu keine Rückfragen sind, kommen wir zu Top 18. Gegen einen willkürlichen und parteipolitisch motivierten Wahlkreiszuschnitt. Antrag der Fraktion der FDP. Unser Redner dazu ist Michel und Referent Gerhard. Abstimmungsempfehlung, Sie. Gerrymandering, geil. Michel, möchtest du dazu was sagen? Also es fehlt eine Abstimmungsempfehlung. Ja, also ich glaube, wir sollten uns da enthalten. Die SPD, Grüne oder beziehungsweise die Landesregierung hat aufgrund der sich verändernden Einwohnerzahlen Wahlkreise geändert. Die FDP sagt, das ist alles politisch motiviert. Ihr macht da Gerrymandering und also um das kurz zu erklären, Wahlkreiszuschnitt nach politischen Präferenzen, damit Wahlkreise gewonnen und verloren und tralala werden. Kann man denen vorwerfen, man kann aber auch sagen, da sind nun mal Neubaugebiete entstanden, da wohnen jetzt Leute, die wollen auch gern wählen. Also ich würde sagen, wir enthalten uns einfach. Okay. Hans-Jörg? Was geht die FDP-Wahlkreiszuschnitt an, wo Direktkandidaten gewählt werden? Wo hat die gar nichts mehr zu tun, würde ich Sie mal fragen. Okay, noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Kommen wir zu Top 19. Heimische Biolandwirtschaft braucht Sicherheit, keine Totalrevision der EU-Öko-Verordnung. Antrag von SPD und Bündnis 90 Die Grünen, direkte Abstimmung.
Reden tut Simone. Abstimmungsempfehlung ja. Simone, möchtest du dazu was sagen? Ja, also ganz kurz, das Hauptargument steht da ja. Also es wird praktisch demokratische Prozesse ausgehebelt, indem das Ganze in die Kommission verschoben wird. Das heißt, das EU-Parlament hat dann zukünftig da nichts mehr mit zu tun. Und das ist was, was wir irgendwie ja gar nicht gut finden. Insgesamt würde das aber auch die ganze Biolandwirtschaft über Jahre verunsichern und dementsprechend eine Ausweitung und Förderung des biologischen Anbaus hemmen, wenn das so kommt. Also das ist die Nebenargumentation. Aber für uns ist eben dieses Hauptargument, dass die Kommission das alles in Verordnung packt und dementsprechend aus dem demokratischen Prozess im Parlament rauszieht. Okay, noch Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Top 20, Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Da ist natürlich der Olli involviert. Wolltest du dazu noch was sagen oder war das gerade der, den du... Okay. Noch Rückfragen? Das ist nicht der Fall. Neu, Top 21, Gesetz zur Aufhebung von Normen aus dem Bereich des Umwelt- und Verbraucherschutzrechts ist ohne Debatte, nur Formalkram, wir haben das durchgeführt dafür. Gut, Top 22, Generalangriff auf freie WLAN-Netzwerke stoppen, Verschärfung der Störerhaftung muss verhindert werden. Nur Überweisung dafür, ohne Debatte. Umgekehrtes Verfahren, okay. Der Antrag soll an den AKM... Möchte dazu noch irgendjemand was sagen? Zu dem Antrag? Die Frage ist, soll ich dazu was sagen? Ja. Also zum Verfahren? Hängt davon, also für uns ist es unser Antrag. Also ja, ich meine, ja, ne? Klar, natürlich kann ich da was zu sagen. Der Hintergrund ist, wie euch vielleicht bekannt ist, auf Bundesebene Bemühungen, die Störerhaftung bzw. die Haftungsfreistellung von Providern neu zu regeln. Und da finden sich neben der Tatsache, dass sich diese Providerhaftung in Zukunft eben auch oder die Providerfreistellung in Zukunft auch auf WLAN-Betreiber erstrecken soll, was ja grundsätzlich ganz erfreulich ist, dann aber ein paar Pferdefüße, ein paar Ausnahmen, die das eigentlich im Grunde wieder unmöglich machen, ein offenes WLAN sicher zu betreiben. Dagegen wenden wir uns. Technisch sicher hat das Gesetz nichts. Ja, aber rechtssicher, ne? Wir wenden uns dagegen und da soll die Landesregierung auch was gegen unternehmen. Wir haben ja durchaus einen gemeinsamen Beschluss, eine gemeinsame Beschlusslage mit den anderen Fraktionen und da kann man sie jetzt vielleicht mal dran messen. Umgekehrte Debatte deswegen, weil als wir den Antrag eingereicht haben, war das gerade mal ein Referentenentwurf. Mittlerweile ist es auch vom Ministerium offiziell vorgestellt. Das heißt, das geht jetzt auch in die Bundestagsdebatte und das ist der Versuch, eine Ausschussberatung und dann nachher die Enddebatte so einigermaßen damit zeitlich zu synchronisieren. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen schneller gekommen als absehbar, aber ich fand es jetzt sinnvoll, dass wir die Debatte nicht am Anfang machen, weil dann verpufft sie vielleicht so, sondern erst am Ende, wenn sozusagen mehr Input vorliegt, wie zum Beispiel sich die Landesregierung dazu positioniert, vielleicht auch, wie die Ausschussberatungen so gelaufen sind und die ersten Entwicklungen vielleicht auf Bundesebene, die man dann mit einschließen kann. Dann kann man einen großen Aufschlag machen, den kriegt man vielleicht zeitlich so getimt, dass man ihn so einigermaßen vor der Bundestagsbefassung gelegt bekommt für die Abschlussdebatte. Okay, vielen Dank. Dazu noch Anmerkungen. Ich sehe das nicht der Fall. Top 4 und... Top 24, Entwurf einer Verordnung über die für den Erlass von Rahmenvorgaben im Hochschulbereich... 23 habe ich übersprungen. Oh, da bin ich gerade zu schnell gescrollt. Sorry dafür. 23, Kommunalfinanzagentur zur Unterstützung der Kommunen im Zins- und Schuldenmanagement gründen. Ein Antrag der CDU. Ohne Debatte, Zustimmung zur Überweisung ist klar. Braucht man eigentlich nicht weiter drüber debattieren, kann man dann machen. Umgekehrtes Verfahren dann, ist klar. Weil ursprünglich war da eine Debatte vorgesehen. Man hat sich da offenbar von Seiten der CDU-Fraktion umentschieden. Okay, bei 24 ist es wieder umgekehrt, also nicht umgekehrtes Verfahren. Entwurf einer Verordnung über die für den Erlass von Rahmenvorgaben im Hochschulbereich geltenden Grundsätze, Rahmenvorgaben, Grundsätzeverordnung, RVG-RVO, ohne Debatte, Ablehnung, weil das Ding kommt aus dem Ausschuss zurück und wir haben es abgelehnt. Kurz für euch noch zur Zusammenfassung, Olli, du korrigierst mich, mit der Begründung, dass wir sagen,
diese Rahmenvorgaben sind der erste Flicken auf dem nach unserer Auffassung unzureichenden bzw. dem mit Webfehlern versehene Hose des Hochschulzukunftsgesetzes, dass wir gesagt haben, das ist der erste Flicken, der auf dieses unzulässige Gesetz gesetzt wird. Deswegen haben wir beide das im Ausschuss abgelehnt. Kommt also zurück aus dem Ausschuss und ich bitte, das abzulehnen. Wird natürlich durchgehen. Top 25, Haushaltsrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Rechnungsjahr 2010. Unterrichtung durch die Präsidentin. In Verbindung damit Jahresbericht 2012 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfung im Geschäftsjahr. Unterrichtung durch den Landesrechnungshof. 26, Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 2. Wahlvorschlag der Grünen ist auch ohne Debatte. 27 in den Ausschüssen erledigte Anträge und 28 sind die Petitionen. Kommen wir zum Donnerstag, den 19. März. Erstens und Top 1 Unterrichtung, Investitionsoffensive des Bundes, wichtiger Schritt zur Entlastung unserer Städte und Gemeinden. Ich überlege gerade, Dietmar, ob es sinnhaft ist, das auch zurückzustellen oder vielleicht sogar nicht öffentlich, weil man strategische Dinge damit verbinden könnte. What is your opinion? Ja. Ja? Okay. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt nochmal abstimmen, das wäre ein weiterer Top im nicht öffentlichen Teil. Ist jemand dagegen, dass wir uns strategisch nicht öffentlich über diesen Top unterhalten? Möchte sich jemand enthalten? Thorsten enthält sich. Ich sehe die Zustimmung. Also, ab damit Top 1 Do in den nicht öffentlichen Teil. Top 2, Koalitionsstreit beenden. Kritik von Kommunen, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden ernst nehmen. Ministerpräsident Kraft muss zügig einen grundlegend überarbeiteten Landesentwicklungsplanentwurf vorlegen. Antrag von CDU und FDP, Block 2. Unser Redner ist der Kreon. Eben stand da immer noch Olli. Redner 2, Dannebott. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Überweisung. Gibt es dazu Anmerkungen eurerseits? Olli, Mikro. Ja gut, jetzt habe ich zu den anderen Dingen auch nichts gesagt, aber hier ganz kurz, weil es ja Block 2 ist, es ist den CDU und FDP sehr wichtig, hier entsprechend ihr Klientel zu bedienen und auch und auch zu zeigen, dass sie auf die Wirtschaftsverbände an der Stelle hören. Sie bezeichnen den Landesentwicklungsplan im Grunde als Papier, was vor allem der Wirtschaft zugutekommen sollte. Wir machen damit Standortpolitik. Ich denke, wir sehen das anders. Deshalb finde ich es auch ganz gut, dass Hans-Jörg und ich hier sprechen, die wir nicht aus dem Wirtschaftsausschuss kommen, wo es dann nachher auch tatsächlich hin überwiesen wird. Wir haben uns also dann auch mit Daniel Schwert darauf geeinigt, dass wir das so machen. Der Rest steht da. Okay, noch Anmerkungen dazu? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Donnerstag Top 3, Gründungen im Handwerk fördern, Antrag von SPD und den Grünen. Dazu spricht Daniel Schwert, nehme ich mal an. Antrag enthält erstmal nichts Falsches, steht in der Begründung, Ausschussüberweisung. Gibt es dazu Anmerkungen oder können wir das so? Daniel. Ich bin noch gerade dabei, einen Entschließungsantrag dazu zu schreiben. Noch einer. Mhm. Ja, der ist noch nicht ganz fertig, weil wir ja so viel über Digitalisierung etc. pp. Reden, gibt es die Idee, dass auch natürlich der Handwerk in der Digitalisierung unterstützt werden muss. Und das heißt immer Industrie 4.0, aber das ist beileibe nicht nur ein Thema von Industrie und Großunternehmen, sondern auch von kleinen Unternehmen. Da gibt es jetzt einen Entschließungsantrag oder die Idee, einen Entschließungsantrag zu schreiben, der ist, ich bin just gerade dabei, den schicke ich, also wenn dann heute noch, dass also auch die Landesregierung das in den Blick nehmen soll und da eine entsprechende Strategie vorlegen soll. Okay. Ansonsten, Gründung im Handwerk ist ja nie verkehrt. Nö, also das Thema ansonsten ist schon in Ordnung. Okay, noch Anmerkungen dazu? Das ist nicht der Fall. Top 4, NRW 4.0 mit Leben füllen. Jetzt einen Wettbewerb für eine erste Orientierungshilfe per App für Flüchtlinge in NRW ausschreiben. Unser Antrag, direkte Abstimmung, unser Redner Frank. Gibt es dazu noch irgendeine Anmerkung? Wir haben das ja auch schon, glaube ich, in Mumble diskutiert, es sei denn, du sagst noch zwei erklärende Sätze dazu, wie Thorsten sich das auch wünscht für den Stream nochmal. Ja, ich habe gerade eine Zeitungsschlagzeile gesehen, NRZ von heute. Kraft mahnt Mut zum Digitalen an. Finden wir auch. Deswegen möchten wir
mit so einer App die Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen und nach NRW kommen, die wollen wir einfach informieren in ganz vielen Sprachen, was sie hier erwartet, welche Programme es hier gibt, wo sie sich hinwenden können und so weiter und so fort. Es gibt ein Vorbild für solche Apps in den Flüchtlingsgebieten in Libanon, Türkei und so weiter und so fort. Damit werden hunderttausende Menschen informiert. Es gibt in Deutschland, auch in NRW, einen kleinen Versuch in Witten. Wir wollen, dass die Landesregierung sich das halt zum Thema macht im Rahmen ihrer Initiative 4.0 und alles, was Kraft geht, App, Schlagzeile heute auch noch zu ihrem CeBIT-Besuch. Ich denke mal, dem kann man nur zustimmen, deswegen wollen wir auch die direkte Abstimmung zu dem Antrag belassen und das nicht in der Ausschussdiskussion irgendwo versanden lassen, weil es soll zum Wettbewerb aufgerufen werden, so eine App zu gestalten und nicht mehr und nicht weniger und wie gesagt, okay. Ja sagen. Thorsten? Ja, ergänzend, wer sich jetzt fragt, wie diese Flüchtlinge in dieses Internet kommen, es gibt da ganz viele Initiativen, die freien Internetzugang in Flüchtlingsheimen übrigens vollenden. Und wir machten sowas, wie heißen die? Irgendwas mit, die machen das drahtlos, wie heißt das noch? Lukas? Lokale Funknetze. Freufunk, richtig, Freufunk. Freudenfunk, richtig. Wenn man sich an die wendet, können die einem auch helfen. Also auch bei Flüchtlingsheimen, die zu mit Internet betreiben. Okay, ich sehe hier noch keine weiteren. Nein. Top 5, Salafismusprävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ein Antrag von SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Direkte Abstimmung. Unsere Rednerin, Block 2, zwei Reden möglicherweise, Michelle und Frank. Dazu Anmerkungen von eurer Seite, Michelle, Frank. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Steht, denke ich mal, im Zusammenhang mit der Aktuellen Stunde, die wir im Januar hatten, die wir beantragt hatten, nämlich zum Thema Prävention, um halt gegen die Radikalisierung etwas zu unternehmen. Das hat sich die Landesregierung hier zu eigen gemacht und jetzt einen eigenen Antrag, Entschuldigung, die SPD. Fraktion und die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat sich das zu eigen gemacht und einen Antrag eingebracht, finden wir super. Allerdings gibt es ein bisschen zu viel Eigenlob, was die bisherigen Erfolge in dem Bereich angeht. Und ich glaube, da haben wir eine Menge zu sagen. Ich werde mich noch mit Michelle darüber abstimmen und wir sind auch dabei, noch einen Entschließungsantrag zu machen. Okay, Michelle? Frank macht das ja mit dem Nettreden. Ich sage das mal ein bisschen krasser. Der Antrag trieft nur so vor Eigenlob. Von daher ist der, also schon deswegen wäre er abzulehnen. Aber natürlich, wenn man über Salafismusprävention redet, gibt es immer auch gute Ansätze und auch die gibt es hier. Nur die guten Ansätze sind zum Beispiel das Programm des Verfassungsschutzes. Das wollen wir gerne zivilgesellschaftlich haben. Der gute Ansatz ist, dass man sagt, wir müssen in den Justizvollzugsanstalten genauer hingucken, was da mit Salafismusprävention passiert. Und das war es dann. Und dann steht da, die Landesregierung soll ein Handlungskonzept vorlegen. Aber es steht weder da irgendein konkreter Vorschlag, noch steht da, dass man dafür Geld in die Hand nehmen muss. Und das Letzte ist, dass der Antrag auch noch ganz klar flankierend ist für den Haushalts- oder für die Haushaltsänderungsanträge. Im Antrag steht sowas wie, man kann dem Salafismusproblem nicht nur mit Repression begegnen, sondern man muss auch aktiv was tun. Und dann soll ein Konzeptpapier vorgelegt werden und man sagt nicht, was man tun soll. Also im Grunde genommen ist das sozusagen das Feigenblatt für diesen Haushaltsänderungsantrag. Wir stocken mal bei der Polizei und beim Verfassungsschutz schön auf und dann machen wir einen Antrag dazu, der sagt, ja, aber natürlich kann man das nicht nur mit Repression machen, sondern wir müssen uns auch noch überlegen, was wir sonst noch so machen können. Das ist eigentlich viel zu wenig und wenn man sich dann noch über den Klee selber lobt, dann ist das noch viel, viel weniger. Okay, danke. Noch Anmerkungen dazu? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Die Frage ist, ja, Michelle. Also meine Abstimmungsempfehlung wäre, wir lehnen das Ding ab, es soll einen Änderungsantrag geben, beziehungsweise einen Entschließungsantrag geben. Dem Entschließungsantrag stimmen wir natürlich zu.
meiner Meinung nach kann man dem Ding so einfach nicht zustimmen. Sich zu enthalten ist viel zu schwach, weil das Papier viel zu schwach ist. Ist okay soweit, Frank? Okay, erledigt? Ja, was da stand, das war eine erste Einschätzung im Hinblick auf einen Änderungsantrag mit und so weiter. Okay, das waren ja. Erste Diskussionsgrundlagen, aber es geht ganz stark in Richtung Ablehnung. Gut, dazu kein weiterer Redebedarf, sehr gut. Top 6 am Donnerstag, Chancen von Industrie 4.0 nutzbar machen, Mittelstand und Industrie beim digitalen Transformationsprozess unterstützen. CDU-Antrag, Block 2. Ich bin gestern von deinem MA, Daniel, angefragt worden, ob ich auch bereit wäre, dazu zu reden. Fände ich schön, wenn du den Aufschlag machst und nicht den Nachschlag, wie auch immer. Ist ja im Prinzip 50 Shades of Regierungserklärung, ne? So. Gut. Gibt es dazu noch Anmerkungen, Nachfragen? Also ich weiß jetzt noch nicht, was ich sagen werde, aber ich werde es dann wissen. Das nennt man on demand. Du musst nicht, ich krieg das schon gefüllt. Also müssen musst du nicht. Also müssen muss ich nicht. Ich überlasse es gern dir, kein Thema. Das ist die Frage, was die Fraktion da sieht. Ich meine, ist in guten Händen bei dir. Komm. Top 7, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Landesregierung muss Handlungsbedarf im öffentlichen Dienst erkennen und wahrnehmen. Piratenantrag, unsere Rednerin Moni. Allein der Titel spricht für sich. Gibt es dazu noch Anmerkungen? Der Antrag wird nicht direkt abgestimmt, sondern wir haben jetzt doch beschlossen, in den Ausschuss zu gehen. Steht da schon. Okay, gut. Top 8, Gesetz zum Schutz der nordrhein-westfälischen Kommunen vor Risiken aus Fremdwährungskrediten und spekulativen Finanzgeschäften. Gesetzentwurf der CDU. Unsere Rednerin Thorsten, die sich vor Begeisterung kaum halten kann. Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Gibt es dazu Anmerkungen? Thorsten. Ja, es haben sich halt diverse Kommunen darauf verlassen, dass die Euro-Franken-Bindung zur Schweiz auf ewig funktionieren wird. Das hat irgendwie nicht funktioniert und aktuell hat man dann... Moni? Okay, gut, sorry. Ist immer gut bei Zwischenrufen, wenn das nicht aufgezeichnet werden soll, wenn man... Ich habe das hier dauernd an, damit ich nicht... Ja. genau. Hat aktuell zur Folge, dass es ein Tagesverlust in Anführungsstrichen von roundabout 15% gibt für diejenigen, die Fremdwährungskredite in der Schweiz aufgenommen haben, für diejenigen Kommunen, die allerdings zurzeit noch nicht verbucht werden müssen, sondern erst zum 31.12. Also aktuell ist das alles noch sehr volatil. Wobei ich glaube, kein ernsthafter Finanzwirt aktuell davon ausgeht, dass dieses Niveau von 1,20 Franken wieder erreicht wird. Von daher müssen die Kommunen mit den Verlusten leben. Daraus hat sich die CDU gesagt, vielleicht können die Kommunen das gar nicht überblicken, was sie da überhaupt tun. Die eine oder andere Kommune ist übrigens mit der Ausrede auch schon aus diversen Schulden wieder rausgekommen. Vor Gericht alle behauptet, ich wusste gar nicht, was ich da mache. Auch Kämmerer größerer nordrhein-westfälischer Städte haben das so durchgekriegt. Ja genau, die Banken haben auf ihre Dokumentationspflicht ab und an verzichtet und sind dann dabei richtig mit mehreren oder etlichen Millionen reingefallen. So, die CDU möchte hier aber, dass diese Fremdwährungskredite nur noch in Ausnahmen genehmigt werden können und schlägt deshalb eine Gesetzesänderung vor. Ist erstmal ein erster Schritt, finde ich. Muss man mal schauen, wie sich der Ausschuss damit befasst. Ich denke, da sind auch für uns noch eine Menge Erkenntnisse drin. Von daher stimmen wir selbstverständlich der Ausschussüberweisung zu. Insgesamt finde ich den Antrag auch nicht ganz falsch. Als ersten Schritt. Da muss aber noch viel mehr kommen. Das ist, genau, so wie eine, also nochmal, eine Vertretung von Homosexuellen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen sowie eine des menschen- und bürgerrechtlichen Bereiches gehört unbedingt in den ZDF-Fernsehrat. Unser Antrag. Überweisung an den Ausland. Sehr sexistischer Antrag. Unsere Rednerin Daniel S. Soll dazu noch irgend, möchtest du noch eine Bemerkung dazu machen?
Ich hätte noch eine ganz kleine. Bitte, ich lasse das Mikro jetzt an. Es gibt mehr oder weniger einen gleichen Antrag in Schleswig-Holstein, der auch von SPD und Grünen mitgetragen wird. Und von daher haben wir ja dann sozusagen auch die Ausschussüberweisung hier beantragt. Und auch dieser wurde bereits, deswegen wollte ich das eben noch kurz gesagt haben, auch schon netterweise stattgegeben, dass wir das dann in die Ausschüsse überweisen können. Okay, noch Anmerkungen dazu? Nein, das ist nicht der Fall. Kommen wir zu Top 10. Vorsorgen, Vermögen sichern, Betreuung regeln in Nordrhein-Westfalen braucht ein modernes Betreuungswesen. Ein CDU-Antrag. Unsere Rednerin ist der Dietmar. Dazu any suggestions, remarks, Dietmar? Didi, hau raus. Nö, steht alles drin in der Begründung. Alles klar, prima. Rückfragen aus der Fraktion, das ist nicht der Fall. Top 11, Angriffe von Geheimdiensten auf Integrität und können Sie ein bisschen mal ruhiger sein? Ja, hier, geht das? Angriffe von Geheimdiensten auf Integrität und Vertraulichkeit kritischer Infrastruktur und Menschheitskommunikationssysteme müssen enden, Ausrufezeichen. Piratenantrag, unser Redner Daniel, du bist gut im Einsatz am Donnerstag, ne? Wenn dir das nichts ausmacht, wie gesagt, ich helfe dir gern. Begründung Snowden, gibt es Rückfragen dazu? Okay. Top 12. Investitionen und Unternehmensgründungen in Nordrhein-Westfalen ab Subsidiarität stärken, Förderinstrumente verzahnen, Beratungsangebote an tatsächlichen Bedürfnissen der Unternehmen ausrichten. Ein CDU-Antrag. Neu, ohne Debatte. Überweisung dafür, umgekehrtes Verfahren. Brauchen wir jetzt nicht debattieren. Top 13. Ehrenamt ist wichtiger Wegbegleiter in eine inklusive Gesellschaft. Ein CDU-Antrag. Unsere Rednerin ist bitte klärt dazu, wer dazu spricht. Können wir jetzt machen, Moni? Ja, ist so ein Mischthema, ne? Ist so ein bisschen Soziales und so ein bisschen alles Mögliche. Eigentlich ist das, wär's ein Thema für Stefan, von wegen Inklusion. Aha. Any remarks dazu, Stefan? Okay. Sorry. Stefan, du hast das Wort. Ich kann das übernehmen, muss aber praktisch noch von vorne anfangen. Wäre es dir lieber, wenn jemand anders das macht? Wer mir jetzt lieber? Moni? Ja, also wie gesagt, das geht um Weiterbildung, da geht es um ganz viele verschiedene Sachen, das können durchaus mehrere machen. Also bin da offen. Wird das, ne? Du bist da offen. Ja, also Weiterbildung macht ja jetzt im Moment Michelle. Das heißt, der Michelle wird das dann als Schulthema übernehmen. Das ist auch immer die Frage, was für einen Drive gebe ich der Rede. Ne? Ich kann das in Richtung Weiterbildung schieben, ich kann das auch in Richtung Arbeit. Es geht um Inklusion. Das ist der Punkt. So, wer ist denn der Federführende? Ja, Thorsten. Ich habe versucht, mit der Antragstellerin da schon einmal zu sprechen. Bisher konnte man mir nicht erklären, warum das federführend in den AGS geht. Thematisch ist es toll als mitberatender Ausschuss. Das kann ich dir erklären. Ich muss doch nicht mal. Weil es Weiterbildung ist. Nein, es geht gar nicht um Bildung. Jetzt. Also so hat es mir die Antragstellerin erklärt. Ist da Redebedarf, dann stellen wir den zurück. Okay, das war Top 13. Top 14, direkte Demokratie auf kommunaler Ebene verantwortungsvoll ausgestalten, Kostendeckungsangebot und freiwillige Vorprüfung der Zulässigkeit von Bürgerbegehren normieren. Ein CDU-Antrag, unser Redner Frank Herrmann. Gibt es dazu Anmerkungen oder Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Kommen wir dann zu Top 15.
Landesstelle Unna Massen dokumentieren und in Erinnerung behalten. Antrag der Fraktion der CDU, unsere Rednerin Thorsten. Ich sehe, Thorsten hat eine Anmerkung dazu. Bitte schön. Ja, das ist ein Antrag, den wir thematisch, also das gleiche Thema haben wir, glaube ich, schon 25 Mal im Hauptausschuss besprochen. In Unna Massen steht ein entsprechender Gedenkstein. Da jetzt ein Zentrum für Flucht und Vertreibung rauszumachen, wäre eine total tolle Geschichte, wenn wir das nicht schon hätten bundesweit. Da gibt es schon ein total großes Zentrum für, was vom Bund halt auch ausgestattet ist, was halt auch Sinn macht. Weil diese Bundesländer haben sich irgendwann mal zu entschieden, dass alles, was mit außen zu tun hat, macht diese Bundesebene, nicht die Länder einzeln. Und die meisten Menschen, die hierhin flüchten, flüchten halt hierhin, nicht aus einem anderen Bundesland, sondern durchaus aus anderen Staaten. Kaum zu glauben, für jeden, der schon mal in Bayern war, egal, aber ist halt so. Und deshalb macht das überhaupt keinen Sinn, das als Landesaufgabe aufzuhängen. Das ist völlig strange. Man kann sicher ein Dokumentationszentrum noch machen, aber wenn wir für jede Geschichte so ein Dokumentationszentrum machen, ist das eine Menge. Okay. Okay, wenn dazu kein weiterer Redebedarf ist. Freitag, der 20. Top 1 ist die Aktuelle Stunde. Was bleibt von den Vorschlägen des sogenannten Ineffizienzteams übrig? Eine Aktuelle Stunde auf Antrag der Fraktion der CDU. Unsere Rednerin Dietmar, Referentin David. Abstimmungsempfehlung braucht man nicht, weil es eine Aktuelle Stunde. Gibt es dazu Anmerkungen von dir, Dietmar? Naja, also gut, das ist eine Debatte über die, oder eine Aussprache, möchte ich fast sagen, über den jetzt vorliegenden Bericht über die Arbeit des Effizienzteams, den das Finanzministerium vorletzte Woche vorgelegt hat. Und ja, möchte da in dem Zusammenhang daran erinnern, dass wir auch noch von Seiten des HFA, beziehungsweise der HFA-Mitglieder, beziehungsweise in dem Fall des ehemaligen HFA-Mitglieds, Michel, eine Klage laufen haben, der Fraktionen, aller Fraktionen, also Oppositionsfraktionen gegen die Landesregierung. Michel? Also ich möchte noch was sagen, nur fürs Protokoll. Das ist da. Hallo Protokoll, weil es ja öffentlich ist. Ich finde es sehr strange, dass wir über die Ergebnisse des Effizienzteams reden, wo die Präsentation schon länger als anderthalb Wochen her ist, aber über die Demo von letzter Woche wird nicht geredet. Ich halte das für aktuell. Und aktueller, ich glaube, dass das eine falsche Entscheidung ist, welche Aktuelle Stunde abgehalten wird, nur fürs Protokoll. Okay, danke Michel. Noch Anmerkungen dazu? Thorsten? Ja, kurz für den Stream. Wir entscheiden das natürlich nicht, ne? Das macht die... Okay, Thorsten hat den Erklärbär gemacht. Danke. Top 2, Bund-Länder-Finanzbeziehungen transparent und fair weiterentwickeln, Ausrufezeichen, Antrag von SPD und Grünen, direkte Abstimmung, Redner Dietmar. Abstimmungsempfehlung fehlt an der Stelle. Dietmar. Top 2 am Freitag, nach der Aktuellen Stunde. Oh ja, müssen wir auch hinten ranstellen. Ja, bitte. Top 2, okay. Top 3, Volksfestkultur in Nordrhein-Westfalen bewahren, europäisch gewollten Bestandsschutz für ältere Fahrgeschäfte nicht aushebeln. FDP-Antrag in Verbindung damit Bestandsschutz für ältere Fahrgeschäfte ermöglichen und Attraktivität von Volksfesten mit sicheren Fahrgeschäften erhalten. Ein Antrag von SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Direkte Abstimmung, Redner Nico. Abstimmungsempfehlung folgt. Nico, möchtest du dazu eine Bemerkung machen? Folgt, okay. Fragen dazu ist auch nicht der Fall. Top 4, Hochschulfreiheit außer Dienst. Landesregierung regelt nun auch bürokratisch die Anwesenheitspflichten von Studierenden. Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache bla bla bla, direkte Abstimmung. Ich werde dazu reden und es widerspricht natürlich, Abstimmungsempfehlungsablehnung, es entspricht sämtlichen piratigen Freiheitsgrundsätzen, von daher ist die Abstimmungsempfehlung die Ablehnung. Top, noch Fragen dazu? Nein. Top 5, Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015. Nachtragshaushaltsgesetz hat man nicht schon mal irgendwie, von oben? Gesetzentwurf der Landesregierung. Zweite Lesung unmittelbar anschließend. Dritte Lesung. Simone? Doch noch eine Frage kurz zu dem
Antrag der CDU. Also der Antrag lautet ja Hochschulfreiheit AD. Das heißt, die regen sich dann in dem Antrag über die Anwesenheitspflicht auf. Oder verstehe ich das falsch? Weil dann müssten wir ja da zustimmen und uns auch aufregen. Ja, es ist immer eine Farce, wer sich über Regulierungen da aufregt. Also übliche CDU-Hochschulfreiheitslyrik, langweilig. Hilmer hat schon reingeschrieben, Anwesenheitspflichten in der Erwachsenenbildung sind unnötig. Die CDU hat einen Antrag für Anwesenheitspflichten gestellt. Das widerspricht dem alten Hochschulfreiheitsgesetz sogar, nach meiner Auffassung. Die Überschrift liest sich aber anders. Könnte man. Aus der Überschrift lese ich, dass die gegen die Anwesenheitspflicht sind. Bin ich schlecht gebrieft. Egal, wir werden auf jeden Fall gegen die Anwesenheitspflicht sein. Ob wir dem CDU-Antrag dann zustimmen, ist immer noch eine andere Frage, wenn er in diese Richtung gehen sollte. Also da muss ich noch nacharbeiten. Ich bitte. Danke, dann wäre das gut, wenn das noch klärt. Okay. Fünftens, Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das, hatten wir gerade, okay. Top 6, Erträge aus der digitalen Dividende 2, effizient für Ausbau des schnellen Internets nutzen. Antrag CDU, es wird einen Entschließungsantrag geben von uns, Redner Daniel, Überweisung. Brauchen wir momentan nichts zu sagen, oder? Stimmt, den Antrag, den Entschließungsantrag hatten wir abgestimmt, genau. Top 7, Dämmwarn bremsen, Kosten und Nutzen bei der Energiesparverordnung ins Gleichgewicht bringen. Antrag der Fraktion der CDU, Oliver Bayer redet, Zustimmung zur Überweisung. Olli, noch eine Anmerkung dazu, zum Dämmwarn? Noch Fragen? Das ist das Letzte. Ich weiß noch nicht, wie viel ich dazu rede, aber der Antrag der CDU ist tatsächlich in dem Sinne sinnvoll, aber ich bin ja der Letzte, deshalb weiß ich nicht, ist in dem Fall tatsächlich sinnvoll. Das Modell in Hessen ist in der Praxis relativ gut. Es geht darum, dass man im Grunde nicht sofort sein ganzes Haus, ich übertreibe jetzt, sein ganzes Haus in 12 cm dicken Styropor einpacken muss, nur weil man mal eben ein bisschen energetische Sanierung machen möchte. Okay, wir wären dann damit durch, Ende der Tagesordnung 14:35 und kämen jetzt, weil wir immer noch in dem Top-Plenarvorbereitung sind, zu den zurückgestellten Tops, zu denen noch Diskussionsbedarf ist. Das war Top 1, Top 7. Welche davon waren jetzt nicht öffentlich, welche waren öffentlich? Habt ihr das nachgehalten? Da waren welche nicht öffentlich. Zwischendrin, ich werde in das Pad jetzt mal Auszüge aus dem Antrag Hochschuldings setzen, damit man das versteht. Bitte? Diesmal? Ja, und diese Solidarität. Also eins wollten wir nicht öffentlich machen? Nein, ja, genau. Genau. Ja. Sonst eigentlich nichts. Erbschaftssteuer? Nee, Erbschaftssteuer wollten wir öffentlich machen. Können wir öffentlich? Nee, das. Okay, das wäre der Top 7 vom Mittwoch. Richtig. Ja. Okay, Eröffnung der Diskussion, Top 7, faire Besteuerung ermöglichen und Existenz von Familienunternehmen in Nordrhein-Westfalen sichern für eine zukunftsfeste und verfassungskonforme Ausgestaltung der Erbschaftssteuer. Ein FDP-Antrag, unser Redner Dietmar. Ich eröffne die Diskussion. Dietmar, du machst den Aufschlag. Marc, kannst du mal eben übernehmen? Ich muss mal kurz vorhin. Ja, ich mache mal den Aufschlag. Ich hatte ihn schon per E-Mail gemacht, insofern, als ich euch die auch auf Referentenseite erarbeiteten Kurzübersichten über die aktuelle Gesetzeslage, Rechtslage, wie aber auch Finanzlage umgeschickt habe. Ob ihr das alles schon lesen konntet, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich will das einmal in aller Kürze zusammenzufassen, versuchen. Es geht hier im Großen und Ganzen um eine auf Bundesebene jetzt im Gange befindliche Erbschaftssteuerreform, man könnte das jetzt mal so nennen, vor dem Hintergrund von Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen. Es gab also 2009 eine Änderung, auch aufgrund von einer Verfassungsgerichtsentscheidung, wonach danach dann Betriebsvermögen, welches ererbt wird, gewissen Verschonungsregelungen ausgesetzt ist, beziehungsweise diese begünstigt werden und andere, allerdings sehr wenige, vielleicht im Prozentbereich von 5-10% Betriebsvermögen bzw. Unternehmensvermögen, die vererbt werden, geerbt werden, einer geringfügigen Steuer letztendlich unterliegen.
Das soll nun geändert werden, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nee, also diese Ausnahmeregelung bzw. diese Verschonungsregelung, die der Gesetzgeber seinerzeit geschaffen hat, die gehen also deutlich zu weit und so ginge das nicht weiter. Insgesamt findet also derzeit auf Bundesebene, bundesweit eben auch eine, aber auch in den Ländern eine Diskussion darüber statt, ob denn die von dem Bundesfinanzministerium vorgeschlagene Neuregelung der Erbschaftssteuer, insbesondere in Bezug auf die Betriebsvermögen, halten soll. Das Ministerium der Finanzen im Bund hat vorgeschlagen, dass also die Ausnahmeregelungen weitestgehend erhalten bleiben, aber eben auch Betriebsvermögen weiter jetzt doch besteuert werden, klarer und deutlicher besteuert werden, als dies noch in den zurückliegenden Jahren war. Möchte aber durchaus auch an den Verschonungsregelungen weitestgehend festhalten, wonach also bestimmte Erbschaftsvorgänge im Zusammenhang mit Betriebsvermögen daran an verschiedenen Punkten, was die Verschonung angeht, in verschiedenen Punkten hängt, nämlich zum Beispiel, bisher war es so, Arbeitnehmer, Anzahl von Arbeitnehmern ganz besonders, das heißt also im Großen und Ganzen, wenn die wenn das Unternehmen fortgeführt wird und auch die Arbeitsplätze erhalten bleiben oder blieben, sollen Unternehmen von der Besteuerung im Rahmen der Erbschaftssteuer ausgenommen werden. Nunmehr will das Finanzministerium das allerdings nicht mehr an der Anzahl der Arbeitnehmer festmachen, sondern an der Lohnsumme. Und quer durch alle Fraktionen im Bundestag und Parteien im Bund gibt es also Kritik daran und man befürchtet also hier auch mal wieder den Untergang des Abendlandes und das Unternehmen, also die jetzt besteuert werden, beziehungsweise Erbschaften in Zusammenhang mit Unternehmen, die müssen dann zumachen und das könne alles nicht mehr sein und das wäre alles, gingen alle pleite. Nun ja, wie auch immer, man kritisiert den Bundesfinanzminister für seinen Vorstoß. Es gibt allerdings auch Vorstöße, zum Beispiel aus Reihen der SPD, die sagen was ganz anderes. Weg mit allen Verschonungsregelungen. Runter mit dem Spitzensteuersatz bei der Erbschaftssteuer, alles kreuz und querbeet besteuern mit zum Beispiel 10% und gut ist. Wir müssen eins wissen, bevor es also die Verschonungsregelung vor 2009 nicht gab und Unternehmen oder Unternehmenserbschaften durchaus auch besteuert wurden, ist kein einziges Unternehmen infolgedessen, das heißt infolge der Erbschaftssteuerzahlung, pleite gegangen. Ja, also, es gibt einen Artikel in der Süddeutschen, da steht, der Autor sagt dazu, wenn Unternehmen, gerade auch Großunternehmen oder größere Unternehmen mit Millionen Umsätzen an der Erbschaftssteuer, beziehungsweise die Erben solcher Unternehmen an der Erbschaftssteuer kaputt gehen, dann hat das Unternehmen irgendwelche anderen Probleme. Denn bei einem Unternehmenswert von beispielsweise 10 Millionen würde nach Alter wie auch nach der jetzt vorgeschlagenen Regelung rund 1 Million Steuern anfallen. Und zwar des Erben, und zwar bezogen auf Vermögen, welches er nicht selbst erwirtschaftet hat. Und da kommt natürlich von allen Seiten immer das Killer-Argument, ja, aber das Vermögen, was vererbt wird, ist ja bereits schon mal in irgendeiner Form versteuert worden. Nun muss man eins wissen, die Erbschaftssteuer ist eben keine Vermögensteuer, sondern sie ist eine einmalig anfallende Steuer, eben keine dauerhafte auf dem Vermögen lastende Steuer. Und es soll eben besteuert werden, die Tatsache, dass Vermögen vererbt wird, in der Form, Betriebsvermögen in dem Falle. Und dazu müsste und sollte, da wir in der Partei, wir aber auch in der Fraktion und auch im Land, keine Regelung bzw. keine klare Positionierung dazu haben, außer dass man vielleicht wieder aus irgendwelchen Allgemeinsätzen was rausziehen könnte, Soziallasten, Verteilung und so weiter und so fort, aber keine Position zur Frage der Erbschaftssteuer, wie auch zu vielen anderen Aspekten der Steuern in Deutschland nicht. Wir haben eine Position in Nordrhein-Westfalen zur Vermögenssteuer, das war es dann aber auch. Jedenfalls nicht zur Erbschaftssteuer. Ich würde mir also wünschen an dieser Stelle, wenn ich von der Fraktion für folgendes Vorgehen ein Go bekäme. Erstens, der Antrag von der FDP, der hier jetzt im Landtag gestellt wird, weil ja gut auf Bundesebene die FDP nun ähnlich wenig zu bestellen hat wie wir, will also jetzt hier in Nordrhein-Westfalen Stimmung machen, weil klar, Nordrhein-Westfalen ist Unternehmerland und Unternehmensland, Stimmung machen gegen also die Erbschaftssteueränderungen, Reformen im Bund. Und möchte das jetzt hier mal im Landtag diskutiert wissen. Es ist eine Ausschussüberweisung, es wird im Ausschuss dann weiter beraten werden. Es wird voraussichtlich dazu auch, da bin ich mir einigermaßen sicher, eine Anhörung dazu geben, die wiederum könnte natürlich auch bundesweit
Gehör finden, das ist keine Frage. Nur die Frage ist, mit welcher Position gehen wir da rein? Erstens, ich sage, ein Vorschlag im Rahmen einer Reform, wie er beispielsweise von der SPD-Ministerin gemacht wird, dass man hier einfach mal sagt, wir machen einen Schnitt, wir besteuern jedes ohne Leistung und ohne Anlass übertragene Vermögen mit einem wie auch immer gearteten Steuersatz und verabschieden uns, auch was Betriebsvermögen angeht, von irgendwelchen schwierigen, verwaltungsbelastenden, bürokratischen Ausnahmeregelungen und Verschonungsregelungen, finde ich gerade auch derzeit unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Schere arm-reich immer weiter auseinandergeht, außerordentlich begrüßenswert. Das muss ich hier an dieser Stelle mal ganz klar und eindeutig sagen. Und darüber hinaus halte ich den Antrag der FDP mit Verlaub wieder mal für diese Geschichte Unternehmer und Unternehmen sind alles, der Rest ist nichts. Er verkennt meines Erachtens auch den Grundsatz nach Artikel 14 des Grundgesetzes, wonach eben auch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums eine Rolle spielen sollte. Nochmal, ich betone nochmal, es sind keine Fälle bekannt, wo vor Einführung der Verschonungsregelungen, also bei Besteuerung von Unternehmenserbschaften, solche Unternehmen in die Pleite geritten sind, wurden aufgrund der Erbschaftssteuer. Und das alleine reicht für mich als Grund aus, darüber nachzudenken, durchaus auch Unternehmensvererbungen zu besteuern. Und dazu hätte ich gerne mal eure Meinung gehört. Ich habe zwei Wortmeldungen zunächst mal. Erst der Toso, dann der Olaf. Ja, zum einen, Dietmar, zu der Geschichte mit den Unternehmen. Es kommen ja auch noch, unabhängig von den Unternehmensfreibeträgen oder den gestaffelten 5- oder 7-Jahres-Geschichten, wie viel Arbeitnehmer da im Unternehmen erhalten bleiben, kommen ja davon unabhängig noch die normalen Freibeträge der Erbenden on top. Also für einen Ehegatten 500.000 Euro, für jedes Kind 400.000 Euro, was ja an sich schon mal kein geringes Geld ist, wo sich der eine oder andere schon überlegt, würde ich halbwegs mit auskommen erstmal. Von daher trifft diese Geschichte doch eigentlich, ich sage jetzt mal, Menschen, die wahrscheinlich selten bei Gutes von gestern anstehen. So sieht's aus. Ja. Ich habe mich selber auch noch auf die Rednerliste gesetzt. Ich komme noch dazu. Von daher meine Frage dazu, Dietmar, wenn man jetzt diesem Vortrag hier 10% auf alles, böse, Entschuldigung, folgen würde, wären da auch noch Freibeträge drin? Dann. Ja, ganz klar. Also Thorsten, wenn ich da kurz drauf eingehen darf. Erstens, ganz kurz nur, weil der auf die Fragen. Ja, auf die Fragen. Ja, wirklich ganz kurz. Ich muss abstimmen lassen in der Fraktion. Seid ihr mit dem dialogischen Verfahren jetzt einverstanden oder ist jemand dagegen? Zwei sind dagegen. Drei, noch mehr. Wer enthält sich? Du enthältst dich, ich enthalte mich. Wer ist dafür, dass Dietmar jetzt redet? Also, sorry, aber Dietmar kurz bitte antworten und dann Olaf. Erstens, und dann bin ich dran. Wie ich gesagt hatte, es trifft die Erbschaftsbesteuerung von Vermögen, von Betriebsvermögen betrifft ohnehin nur 5 bis maximal 10% aller Erbschaftsvorgänge, sowohl jetzt wie aber auch vorangegangen und dann auch wahrscheinlich in der Zukunft. Es ändert sich praktisch dann durch die Reform, die hier in Rede steht, gar nichts. Zweiter Punkt, selbstverständlich werden es weiterhin Freibeträge geben. Ganz klar für Familienangehörige nach den entsprechenden Gradeinteilungen. Und natürlich wird man vielleicht im Rahmen der Reform auch nochmal über die Frage der Freibeträge reden. Klammer auf können, Klammer zu. Olaf? Du hast, also ich sehe das ein bisschen anders als wie du, Dietmar, als du vorhin gesagt hast. Wir haben keine Meinung, keine Parteimeinung zur
Erbschaftssteuer, aber ja zur Vermögenssteuer. Das ist soweit richtig, das sehe ich natürlich nicht anders. Aber genau da sehe ich eigentlich diese Ableitung mehr oder weniger für mich überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Kritischer zu betrachten ist, wenn überhaupt, eher für mich die Vermögenssteuer. Weil da wird Geld doppelt besteuert und das von einer Person, die zumindest irgendwo das Geld her verdient hat. Ob jetzt sauber oder so, ist ja eine andere Frage. Bei Erbschaftssteuer geht es nämlich genau um diesen Faktor Glück gehabt, weil ich dort geboren bin und nicht woanders. Und von daher ist für mich überhaupt keine Frage, dass wenn ich für die Vermögenssteuer bin, dass ich dann natürlich auch für die Erbschaftssteuer bin, beziehungsweise dann hat es natürlich in der Kombination was damit zu tun, wie hoch ist eine Vermögenssteuer, wie hoch ist eine Erbschaftssteuer, wenn ich mir es dann hinterher im Ganzen mal angucken müsste. Aber jetzt so als solches, ja natürlich, wenn wir für die Vermögenssteuer sind, dann sind wir jetzt zumindest in der derzeitigen Situation meiner Meinung nach auch für die Erbschaftssteuer. Alles andere fände ich irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Okay, ich habe mich auf die Rednerliste gesetzt, wenn das genehm ist. Ist natürlich mehr so doof, dass die Partei dazu keine Position hat. In einem Punkt, und zwar in dem Punkt der grundsätzlichen Ableitungsfähigkeit, möchte ich dem Olaf zustimmen. Es stimmt auch nicht das übliche FDP-Geschwätz, dass Unternehmen ruiniert werden. Herr Dietmar hat es ja auch gesagt. Ich habe es nochmal nachgeschlagen. In der Studie von 2012 gehört den zehn vermögendsten Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland gehören knapp 2/3, nämlich 60% des gesamten Vermögens in Deutschland. Das Spannende ist, von diesen 60% ist tatsächlich nur 1% Betriebsvermögen. Das heißt, man kann bei diesen Vermögen schon zuschlagen. Ich denke auch, dass es eine grundsätzliche Position in der Piratenpartei gibt zur Abkopplung der Sozialsysteme, zur schrittweisen Abkopplung der Sozialsysteme vom Faktor Arbeit. BGE ist ja nichts anderes, dass man das zumindest anstreben soll, dass man da kräftig und deutlich über eine Erbschaftssteuer nachdenken können soll. Allerdings, da stimme ich auch, glaube der Konsensmeinung hierzu, nicht ohne Freibeträge. Denn der Staat bekommt Omas klein Häuschen. Das ist so ein klassisches liberales Schlagwort, was an der Stelle einfach nicht gelten sollte. Von daher ist natürlich mit Freibeträgen zu arbeiten. Ich möchte nur anmahnen, und dann höre ich auch auf und rede zu dem Thema heute nicht mehr, dass es dringend notwendig ist, auch mal ins Detail zu gehen und parteimäßig, das ist ein Aufruf, hallo Stream, mal so ein Gesamtsteuerkonzept sich auf die Agenda zu setzen und zu erarbeiten unter Mithilfe der existierenden Fraktionen. Wäre zumindest mein Wunsch, das zu tun, damit wir da in Zukunft auch argumentativ schlagkräftiger sind als jetzt. Danke. Dietmar. Ja, danke, Joachim, für dein Statement. Olaf, auf dich möchte ich noch kurz eingehen, auf das, was du gesagt hast. Es geht hier gar nicht um die Frage, sind wir für Erbschaftssteuer oder sind wir gegen Erbschaftssteuer. Das sollte aus meiner Sicht überhaupt keine Frage sein, dass die sozialen und sonstigen Aufgaben der Daseinsvorsorge, die der Staat zu leisten hat, eben durchaus von Steuern bestückt werden sollten. Und da ist selbstverständlich die Erbschaftsbesteuerung ein Element. Die Vermögenssteuer ist ja seit vielen, vielen Jahren gar nicht weiter nochmal angepackt worden. Wir wissen aber eins, das Vermögenssteueraufkommen war relativ gering im Verhältnis zu dem, was Erbschaftssteuer einbringt. Also die einmalige Besteuerung des vererbten Vermögens bringt im Verhältnis zu der dauerhaften und durch ebenfalls wieder mal hohe Bürokratiekosten, quasi abgeschmolzene Steuereinnahmen, erheblich bessere Erträge und sie sind vor allen Dingen auch wahrscheinlich besser zu verstehen als die Vermögensbesteuerung, die jeden Lebenden betrifft, weil da lebt jemand mit möglicherweise mit dem von ihm selbst erarbeiteten Vermögen und spart. Ja, es gab ja auch oft mal und gibt oft das Argument, ja, jetzt spare ich mir so viel Vermögen an, ich arbeite hart, lebe dafür weniger, aber habe natürlich, möchte ein Vermögen erarbeiten, von dem ich dann, wenn ich weniger arbeiten kann oder weniger arbeiten muss, dann vielleicht davon auch ein wenig zehre. Anders als Leute, die, sage ich jetzt mal, 80.000, 90.000, 70.000 Euro verdienen, alles ausgeben, Klammer auf müssen, Klammer zu, dafür natürlich Steuern zahlen. Aber ein Argument möchte ich noch vielleicht mit ins Feld führen. Es gibt ein wesentliches Argument. Was spricht dagegen? Unternehmen, auch kleinere oder mittlere Unternehmen, von der
von der Besteuerung auf Seiten der Erben auszunehmen, während diese Unternehmen selbstverständlich weiterhin Gewinne erwirtschaften, davon ist ja wohl auszugehen, und diese selbstverständlich am Ende auch versteuert werden müssen. Aber es geht hier um den Vermögenserwerb. Was spricht dagegen, wenn diese Unternehmen, diese Vererbungsmasse mit besteuert wird zu einem relativ geringfügigen Teil? Ja, ich sage mal mit 10% von dem nach Abzug der Freibeträge vorhandenen Vermögen. Während auf der anderen Seite jemand, der, ich sage mal, 100.000 Euro verdient, 30.000 Euro Steuern zahlen muss. Warum? Es gibt dafür aus meiner Sicht keinen nachvollziehbaren Grund. Man nenne ihn mir und komme mir dann gerne auch mit Fragen wie, die Wirtschaft geht zugrunde, es ist Unsinn. Das Abendland geht nicht unter, die Wirtschaft geht nicht zugrunde, die Unternehmen gehen nicht pleite, wenn überhaupt dann aus anderen Gründen, aber sicherlich nicht daran, dass der Erbe von einem Vermögen von 4, 5 oder 6 Millionen Betriebsvermögen, ich sage mal, nach Abzug der Freibeträge dann irgendwie 500.000 Euro wird Steuern zahlen müssen, vielleicht auch nur 300.000, je nachdem, wie es gerechnet wird. Die Alternative ist aber die. Und das ist etwas, was unter Transparenzgesichtspunkten, auch unter Klarheit- und Wahrheitsgesichtspunkten im Steuerrecht ansonsten immer weiter eine Rolle spielen wird, nämlich das Verlagern von Vermögenswerten oder eben das Umbenennen von Vermögen. Insofern, als man dann sagt, eine Villa in Como wird dann eben kurzerhand zum Betriebsvermögen gemacht und fällt ins Betriebsvermögen und fliegt also damit aus der Besteuerung raus. Das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Danke. Okay. Erläutern vielleicht noch, Erbschaftssteuer meint Schenkungssteuer immer mit. Das muss man dazu sagen. Ich würde jetzt an der Stelle diesen Top gerne schließen und folgenden Vorschlag zur Verfahrensweise machen. Die anderen Tops, die mit der Plenardebatte zu tun haben, gehören in den nicht öffentlichen Teil. Wir haben aber noch Tops, die öffentlich zu erledigen sind. Würde deshalb diesen Top vorübergehen. Wir haben noch einen verschoben. Bitte? Wir haben noch einen verschoben. Den AGS-Weiterbildungs-Inklusionsantrag. Hat mir gesagt, öffentlich? Ja. Okay, dann machen wir. Ach, die 13, Entschuldigung. Top 13, Inklusion, öffentlich. Hatten wir vorhin, ja, gut. Dann machen wir den noch und dann würde ich Zeile 543 im PET verzeihen. Wir haben jetzt aber auch 11.31 Uhr, deswegen Frage in die Runde, Stichwort Pause. Jetzt oder erst die öffentlichen Teile fertig machen? Dann würden wir sagen, jetzt eine Pause, dann würde ich sagen, hallo Stream, wir sehen uns wieder um 11.46 Uhr sharp. Vielen Dank. Okay, wir waren bei Top 13 vom Donnerstag. Ehrenamt ist wichtiger Wegbegleiter in eine inklusive Gesellschaft. Da hatten wir noch Diskussionsbedarf angemerkt. Als optionale Redner stehen da drin Stefan, Michel, Moni und Thorsten. Dann melde ich mich mal zu Wort. Ja, bitte, Stefan, Mikro. Olaf, kannst du mal? Ja, ich habe mir den Antrag jetzt mal angesehen. Das ist also ein typischer CDU will irgendwie ein Thema besetzen Antrag. Da steht im Prinzip inhaltlich nichts drin, was wirklich ablehnenswert wäre. Aber es steht vieles drin, was eigentlich auch die Landesregierung schon in ihrem Aktionsplan drin hat, den wir vor einem Jahr debattiert haben. Die fordern das und dann wird Rot-Grün bei den Reden natürlich sagen, wir haben das ohnehin alles in unserem Plan stehen, also ist der Antrag überflüssig und wir lehnen ihn ab. Mhm. In etwa darauf wird es hinauslaufen. Dann heben sie hervor, das Projekt Lot sind für Menschen mit Behinderung. Das sind Leute, die also Ehrenamtler, die also ausgebildet werden, die bekommen ein Grundwissen so im Sozialrecht, die sollen also dann beraten, bei Behördengängen helfen und sie sollen vor allem auch wohnortnahe Ansprechpartner sein. Und was in dem Antrag jetzt nicht drin steht, das sind bevorzugt also Leute, die selbst eine Behinderung haben
oder aber eben Angehörige sind, die also durchaus mit dem Thema Behinderung also da auch auf eigene Lebenserfahrung zurückgreifen können. Und die CDU fordert jetzt, dass das Projekt also zu unterstützen und nicht zu kürzen. Es wird bereits vom Ministerium gefordert, also Arbeitsministerium wird bereits gefördert und es ist aber eben sehr oft so, die Ehrenamtler bleiben oft auf ihren Kosten sitzen. Ist natürlich manchmal so, da kommt dann Bundesrecht mit rein, der Ehrenamtler mit Behinderung, der vielleicht irgendwo auf dem Land unterwegs ist, der braucht dafür sein umgebautes Auto finanziert. Das lässt das SGB IX eigentlich zu, aber es wird oft im Rahmen der Ermessensentscheidung dann von den Behörden abgelehnt. Vor allem dann, wenn er selbst nicht berufstätig ist. Und das sind die ganzen Punkte, die da reingehen. Also im Prinzip inhaltlich kann man dem Antrag zustimmen, ist aber andererseits wäre es natürlich so, eine Zustimmung wäre natürlich, man gibt der CDU jetzt so, wir besetzen mal ein Thema, was ohnehin schon, also da steht vieles drin, Bereich Erwachsenenbildung und so, was auch schon im Aktionsplan der Landesregierung drin steht. Okay, Moni? Ja, fand ich wunderbare Rede, können wir so halten. Nein, meine ich ganz ernst, meine ich nicht aus Spaß. Ist der Ausschussüberweisung, das heißt, wir müssen das im Moment gar nicht ablehnen oder zustimmen. Insofern sind wir da, sage ich mal, den Abstimmung muss nachher der Tose, weil es geht ja in AGS. Und ja, ich fände das gut, Stefan, ne, man sieht ja, dass du in dem Thema eigentlich ganz gut bewandert bist. Ich fände es eigentlich gut, wenn du das machen würdest. Ja. Ist das okay, Stefan? Ich meine, du hast ja jetzt sehr engagiert dazu geredet. Ich nehme dem das. Ist in Ordnung. Alles klar, gut. Prima. Dann können wir diesen Teil top damit schließen. Ja. Kann das jemand bitte aufstellen? Das ist wir geben jetzt, haben wir jetzt, jetzt bin ich etwas überfragt, haben wir jetzt noch was Öffentliches aus der Plenardingsbums? Ich hätte noch den Top 1. Das wollte Dietmar geschlossen haben. Also Nachtragshaushalt und wir hätten noch den Freitag Top 2, Donnerstag Top 1 noch geschlossen. Genau, geht um Taktik. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir schließen. Daniel? Ich habe den einen angekündigten Änderungsantrag rumgeschickt vor gut einer halben Stunde. Okay. Seht ihr euch schon in der Lage, dazu abzustimmen? Oh, oder hier so Vertrauen und so? Oder? Vertrauen, ja. Lesen, nein. Vertrauen. Machen wir mal das mit dem Vertrauen. Können wir machen, ansonsten mache ich einen Umlaufbeschluss. Das heißt aber halt eben mit dem Risiko, dass das nachher nicht funktioniert oder so. Doch, doch. Okay. Ja. Ja. Also gut. Ihr wollt lieber einen Umlaufbeschluss. Was? Was? Wieso? Mach. Ja, was denn mach? Mach jetzt abstimmen oder mach jetzt Umlaufbeschluss? Ich sehe mich in der Lage abzustimmen. Immer. Meinungsbild, ob ihr jetzt abstimmen wollt oder. Ja, nee, wenn du sagst, dann ist ja kein Problem. Komm, dann lass uns das mit dem Umlaufbeschluss machen. Okay, dann würde ich jetzt folgende Vorgehensweise vorschlagen. Ich schließe den Top 3 Plenarvorbereitung vorübergehend, weil dort noch Sachen in den geschlossenen Teil kommen, und gehe über zu Top 4, der noch öffentlich zu behandeln ist. Und zwar geht es dort um die Wahl eines zweiten Stellvertreters zur Enquetekommission 4. Und ich bitte den Olli um das Wort. Ja, es ist nicht nur theoretisch, weil jetzt ja mein erster Stellvertreter in der EK4 längere Zeit erkrankt ist, sondern auch ganz praktisch notwendig, einen zweiten Stellvertreter zu benennen, weil ich am 24. April nicht da sein werde, auch in der Plenarwoche danach nicht. Ich bin wieder in St. Augustin und deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht, habe ein paar Leute tatsächlich gefragt, wie das mit dem 24. April aussieht, weil es da halt ganz konkret um eine Vertretung geht.
Es gibt relativ wenige, natürlich macht Nico den Europaausschuss, aber es gibt relativ wenige Überschneidungen bei Nico. Er ist auch sonst nicht in einer anderen Enquete-Kommission gebunden, wie es jetzt beispielsweise bei Danebot oder so der Fall ist. Insofern würde ich ihn an dieser Stelle vorschlagen. Ich hoffe mal, dass er mich nur am 24. April vertreten muss, aber vielleicht wird es an einer anderen Stelle auch noch mal nötig. Dass wir ja darüber abstimmen, beziehungsweise dass wir überhaupt frühzeitig in die Wege leiten müssen, ist der Fall, weil die Präsidentin tatsächlich hier die Benennung vornehmen muss. Das ist mit Vorsitzendenpflichten verbunden dann, ne? Nee, ist es tatsächlich nicht. Ich weiß was zu schätzen, dass Nico an der Stelle okay. Erfahrungen im Vorsitz aber hat, gestellt. Aber den Vorsitz macht Herr Löcker dann von der SPD. Mhm. Und wir hätten dann die Möglichkeit, mal richtig schön einfach nur Mitglied zu stellen. Wie in allen anderen Enquetes auch. Okay, Nico, möchtest du das Wort dazu haben? Das heißt, man könnte jetzt zur Ausschussbenennung öffentlich abstimmen in dem Fall. Ich frage mal so rum, ist jemand dagegen, dass Nico Kern den zweiten Stellvertreter in der Enquete-Kommission 4 ÖPNV macht? Enthält sich jemand? Also ist der Beschluss einstimmig. Nico, herzlichen Glückwunsch. Können wir den Top 4 schließen? Ich füge noch hinzu, dass dann natürlich ein Brief an die Präsidentin rauskommt. Dankeschön. Können wir den Top 4 schließen und kommen zu Top 5 Umlaufbeschlüsse? Marc, stand da irgendwas an? Da stand nichts an, dann kann ich den auch wieder schließen. Und wir kommen zu Top 6, dem Bericht aus der SG Presse des Bundes. Und da bitte ich die Monika um das Wort, die war nämlich gestern da. Danke. Ja, das geht auch ganz schnell. Ich habe eben unsere Anträge vorgestellt. Daraufhin gab es halt nochmal die Bitte, halt auch gerade was so Sachen wie Störerhaftung oder so betrifft, die ja auch für die Bundesebene interessant sind, da vielleicht auch nochmal was zu schreiben. An alle immer noch die Bitte, auch in Fachbereichen mal einen Blogbeitrag zu schreiben und den an die Bundespresse zu geben, wenn die Themen auch für den Bund relevant sind. Es gab, jetzt ist er weggelaufen, der Nico. Es ist zu dem Thema halt Griechenland gesprochen worden und da würde ich den Nico gleich nochmal drauf ansprechen. Da ging es nämlich um die Frage, da hatte jemand die Anfrage gestellt, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, im EU-Parlament sowas wie einen Untersuchungsausschuss einzurichten, um mal zu schauen, was ist denn da eigentlich mit Griechenland gewesen und was ist da alles schiefgelaufen. Da hatte ich den, war ich gebeten worden, den Nico drauf anzusprechen, das mache ich gleich noch eben. Ja, das war es so im Großen und Ganzen uns betreffend. Okay, vielen Dank, Monika. Sonst noch was zu sonstiges? Ja, ich habe noch was. Monika? Ja, ich habe die Flyer und diese kleinen Plakate für unsere Veranstaltung hier zum offenen Ganztag mitgebracht. Und ihr könnt euch die entweder gleich mitnehmen oder aber, wenn es euch lieber ist, dann schickt der Björn die auch direkt an euer Wahlkreisbüro. Wenn ihr sagt, ach ne, lass das so einfach hinschicken, dann ist es halt da. Dann müsstet ihr mir jetzt oder jetzt einmal die Hand heben, wer es hingeschickt haben will. Wenn Nicole das notiert, dann kann der Björn im Pad gucken und kann genau, ne, wir haben die Liste von den Wahlkreisbüros, aber dann kann Björn sich die Adressen eben raussuchen und direkt das da hinschicken. Manchmal ist es ja so, da nichts auf dem eigenen Schreibtisch und dann bleibt es liegen und man vergisst es. Gib mir eine, Moni, gib mir ein Packen mit, ich bin mit dem Auto. Thorsten. Nee, jetzt sind die Meldungen. Das sind die Meldungen. Ach so, okay. Ich dachte also Wortmeldung. Sehr gut. Thorsten. Hast du genug, dass man jetzt. Du, ich habe jede Menge aus der Kiste vorher. Ja. Also. Vielleicht denkt ihr auch mal darüber nach, ob ihr in eurer Stadt, ob da irgendwie in den nächsten 4 Wochen Stammtisch ist. Ja, wobei ich halt nochmal ganz deutlich sage, es ist keine Piratenveranstaltung. Also ich, ne, das Ziel ist jetzt nicht möglichst für die Piraten in den Landtag zu kriegen, sondern das geht an Eltern und Beschäftigte im offenen Ganztag. Ja, also es ist tatsächlich so, dass das da um Betroffene geht. Wenn ihr aber vielleicht wisst, dass irgendwie noch mal ein Infostand gemacht wird oder so in den nächsten 4 Wochen, wäre es halt auch eine Möglichkeit, diese Flyer dorthin mitzunehmen. Einspruch, euer Ehren. Das Ziel ist es immer, möglichst viele Piraten in den Landtag zu kriegen. Okay, aber dann vielleicht nicht an diesem Abend in diese Wiederholung. Nein. Okay? Okay, da war noch eine Wortmeldung. Daniel? Nein?
Unter Sonstiges, bitte. Möglichst viele Piraten in den Landtag zu bringen, können wir zum Beispiel morgen Mittag. Ich habe eine Besuchergruppe angemeldet gehabt, also ursprünglich war das ja im Rahmen dieser Schulanmeldung. Als das dann nicht nötig geworden ist, habe ich gedacht, ah, dann ist das vielleicht eine Idee, nochmal möglichst viele Piraten einzuladen, hier in den Landtag zu kommen. Ich habe bislang genau eine einzige Anmeldung dafür. Also wer von euch noch jemanden weiß, der unbedingt mal kommen wollte und kurzfristig vielleicht auch tagsüber Zeit hat, bitte? Morgen. Ja, es war insofern, ist der 18. Ach so, es war insofern kurzfristig, weil halt ursprünglich wir das ja für eine Schulgruppe reservieren wollten. Und bevor wir das jetzt irgendwie verfallen lassen, andererseits kann ich das nämlich auch quasi absagen, beziehungsweise einer anderen Gruppe ansiedeln, aber vielleicht habt ihr ja noch jemanden in petto. Okay, ist noch was unter Sonstiges, Olli? Ich ergänze den Veranstaltungshinweis und die Sache mit den Flyern, dass ich auch für die Veranstaltung am 24. Nahverkehr neu denken, das solidarische Bürgerticket in Wuppertal noch Flyer und kleine Plakate habe. Aber in einigen Wahlkreisbüros hängt das bereits. Wunderbar. Insofern am 24. März und ich habe zwar gerade nur einen Flyer hier unten, glaube ich, oder vielleicht noch 20 oder so, aber es gibt noch welche. Sonst noch was unter Sonstiges? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir in den nicht öffentlichen Teil über und ich sage auf Wiedersehen Basis, auf Wiedersehen Stream, auf Wiedersehen Mithörende der anderen Fraktionen. Bis demnächst in diesem Theater. Wiederschauen.